Hallo und willkommen zurück zu Minecraft nach unserer Aufnahmepause. Jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, ich baue das Haus weiter. Ich Ja. habe hier gesehen, wir haben schon zwei Hühner jetzt. Das ist natürlich sehr gut. Hä, wo kommt das andere her? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist reingelaufen. Nee, ich habe ein Ei hier, oder? Habe ich vielleicht ein Ei Ja, reingeworfen? du Ich hast weiß es eins nicht. reingeschaut und dann hatten wir einen Huhn, das Ja, und kleine, wo das und zweite herkommt, keine vielleicht Ahnung. ist es gespawnt oder so. Aber. Nee, Moment mal. Ich habe nämlich gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, die Türe hier gehört. Ich glaube, das Huhn ist von dem Berg hier hinten irgendwie ins Haus reingelaufen und durch die Türe raus ins Gehege. Oh, das trifft sie Das aber gut. würde auch erklären, warum ich gerade die Tür gehört habe. So, jetzt gibt es noch ein Ei. Mal gucken. Oh, es ist kein Huhn rausgekommen. Okay. So, meine Idee war jetzt, dass ich irgendwo eine freie Fläche suche oder eine ebene Fläche, möglichst eben. Ein paar Bäume anpflanzen, weil wir werden noch einiges an Holz brauchen für unser Haus. Wäre gut, wenn ich die Setzlinge finde. So, haben wir noch Knochenmehl? Nein. Nein. Schade. Okay, dann mache ich mich mal schon mal auf den Weg. Und ich gehe zurück in die Höhle. Mal Ja. gucken, vielleicht gibt es da was. Vielleicht findet man ja was Diamantartiges oder sowas. Oh, das wäre doch was. Das wäre was. Brauchst du die Fackeln hier drin? Nee. Ja, gut. Ah Oh, ja, hier ist. Oh. hier drüben ist eine schöne Fläche. Hier mache ich die Baumfarm. Das ist wie so eine kleine Halbinsel, da fließt so ein Fluss drumherum, das ist abgegrenzt. Ich komme gleich mal. Oh, jetzt habe ich viele Fackeln. Ach, egal. Fackeln kann man nie genug haben. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Hinterm Haus runter, also da wo der hinter. Wie Ach, erkläre ich ich sehe dich das? da Ah, unten, ja. okay. Ich sehe dich. Hier mache ich die nämlich drauf auf Ach, auf dieses die vielleicht. Ding hier. Ah, oh ja. Das ist gut. Dazu Dann muss gehe ich ich mal erstmal in hier die Höhle. ein bisschen Erde abbauen. Wir haben übrigens im Vergleich zur letzten Aufnahme jetzt mal die Lautstärke nochmal angepasst. Genau. Hoffentlich ist es jetzt ein bisschen angenehmer. Ja, Weil wir hatten den Eindruck, dass der Spielsound ein bisschen zu laut war. der war viel zu laut. Oh, Kacke. Oh, 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 oh. Verdammt. Hier ist Was denn? ein Pillager. Alter, wie kommt der denn hierher? Der schießt mich ab. Dann töte ihn. Alter, weißt du, wie stark die sind? Vor War allem, das ich nicht hab. irgendwie so, wenn man einen tötet, kommt ein Raid oder Verdammt, irgendwie? ey. War das nicht so? Ich habe keine Boah, Ahnung davon. ich glaube, das ist bei Dörfern eher, oder? Ach, ich weiß es aber nicht. Aber hier sind drei. Und die haben die haben so eine Armbrust. Ja. Die zielen auf mich. Geh Guckt nicht so einfach weg. blöd. Aber ich will in die Höhle eigentlich runter. Ach Aber so, die sind da unten. Ich dachte, die sind ja. im Haus. Nee, nee, nee. Aber ich kann ja mal ein Schild rausholen. Und dann Ein überrasche ich die Schild. von Da hinten. steht dann auf das Schild schreibe ich Betreten verboten und dann gehen sie von unserem Grundstück weg. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Und natürlich habe ich nicht genügend Schaufeln dabei, um die Plattform hier zu bauen. Dann baue ich hier kurz einen Baum ab und hole mir einen Crafting Table, weil jetzt zum Haus rennen macht keinen Sinn mehr. Ja. Ich muss mir nämlich noch eine Steinschaufel machen, weil meine ist kaputt. So. Aua. Warum sind hier jetzt solche Viecher? Was soll das? Da habe ich eigentlich gerade keinen Nerv dazu. Ja, verständlich. Ich habe schon gedacht, hoffentlich sind in der Höhle nicht so viele Monster, aber dass ich nicht mal bis zur Höhle komme, das hätte ich nicht gedacht. Da hinten sind sie. Ja, komm doch. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die kommen. Ich weiß es auch nicht. Warte mal, wir haben doch schon mal in unserer. Wir hatten schon mal Pillager und dann haben wir uns in die Wand Ja, reingebaut. stimmt. So dass die nicht reinkamen. Das ist zwar nicht Sinn der Sache, aber Das es ist möglich. ist auf jeden Fall Sinn der Sache. Ich guck mal, dass ich hier einen Baum abgebaut krieg. Und dann mache ich mir nämlich einen Slab, weil man kann ja jetzt unter Slabs durchsneaken. Ja, stimmt, ja. Und dann habe ich einen Eingang, wo nur ich rein kann und die nicht. Ja. Ich kann es aber mal probieren. Brennt hier, irgendwas brennt. Ach, hier ist ein Lava-Fall den Berg runter und der hat die Wiese angezündet. Oh, die Hier ist Wiese. aber auch ein ziemlich großer Wasserfall. Ich glaube, da schwimme ich gleich mal hoch, wenn ich hier die Bäume angepflanzt habe. Boah, die zielen alle auf mich. Ja, das ist deren Mission. Ja, aber die schießen nicht. Warum schießen die nicht? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung, wie die Spielmechanik hinter denen ist. Boah, ich auch nicht. Oh, jetzt kommen sie zu mir. Schießen die? Der eine hat den anderen abgeschossen. Jetzt bekämpfen die sich, oder? Nee, die schießen mich ab. Schade. Okay. Das wäre witzig. Aber die stehen alle nebeneinander, die treffen sich auch gegenseitig jetzt. So, hier ist ein Wasserloch, das baue ich aber mal zu. Oha, was ist denn das hier? Toll, jetzt meine Schaufel wieder kaputt gegangen. Hier ist so ein Hohlraum unter der Erdenebene, aber das baue ich zu. Oh oh. Hat dein letztes Stündlein geschlagen? Nein, ich muss sagen, es ist ein Vorteil, dass die keinen Nahkampfangriff haben. Weil du kannst dich praktisch in die reinstellen und die können dich nur abschießen. Ja. Schieß doch. Aua. Boah. Ey, 3 gegen 1 ist schon ein bisschen unfair. Einer ist tot. Ah, sehr gut. Aua. Boah, richtige Lappen. 2 gegen 1 und dann auch noch vom Hang runter. Richtig feige. Ja. Deren letzte Stündlein hat jetzt geschlagen. Noch einer ist tot. Schieß doch. Okay. Mit Schild sind die gar nicht mal so schwierig. Ja. So, und ich habe irgendwas von dem gekriegt. Eine Armbrust. Nice. Ja, naja. Ich mag die normalen Bögen eigentlich lieber. Ich habe noch nie eine Armbrust benutzt, tatsächlich. Also ich nur einmal. Ja. An sich ja, du musst schon halt vorher spannen immer. Ja. Hier ist unser Tintenfisch, unser Leuchttintenfisch, der noch da. Ich glaube, der ist weg. Ja. Schade, tschüss, Tintenfisch. Och Mann, ich habe mich voll gefreut. Na, vielleicht finden wir ja irgendwann wieder einen. Ja. Ich weiß nicht, ob die selten oder nicht sind. Keine Ahnung. Ich glaube, in dem Teil der Höhle war ich schon, aber. Da gibt es noch Kohle und so Zeug. Ich weiß nicht, soll ich das mitnehmen? Ja, Kohle schadet schon. Ja. Es wird auch gleich schon wieder dunkel. Oh, na toll. Ja. Weißt du, da denke ich mir, jo, ich gehe in die Höhle und jetzt wird es gleich wieder dunkel und ich habe noch nichts Neues erkundet. Macht es am meisten Sinn, die Eichen direkt nebeneinander zu pflanzen oder einen Block dazwischen Pause, oder? Das kommt drauf an, bei Eichen ist es egal, weil die wachsen immer, auch wenn die keinen Platz haben. Gut. Aber es ist, ich sag mal, ich glaube aber, wenn die keinen Platz haben, dann wachsen die langsamer. Und man sieht halt auch nicht, ob die jetzt schon alle gewachsen sind oder nicht. Ja. Das ist eher sinnvoll, wenn du einen Haufen Knochenmehl hast und die einfach der Reihe nach alle pflanzen und direkt wachsen lassen kannst. Ja. Weil dann hast du einen Holzblock am Ende, den du erforscht. Das ist cool, aber ohne Knochenmehl weiß ich nicht, ob so viel Sinn macht. Ich habe es jetzt mal probiert, sehen wir ja dann. Ja. Ein paar wachsen ja auch so oder so. Ja. Und dann kann ich die ja zur Not zwischendrin auch abbauen. Ja. Gut, dann würde ich jetzt zum Schlafenheim kommen. Oh, ja. Da ist ein Creeper. Hallo? Boah, es ist echt dunkel nachts ohne Fackeln. Oh, jetzt, ja. Ach nee, das war, weil der Himmel wieder so verbuggt war. Ah. Jetzt geht's. Ja, ich komme auch mal nach oben. Oh, mein Bildschirm spiegelvoll. Das ist schlecht. Hier liegen ein Haufen Hühnereier rum überall. Das ist sehr gut. Die kann ich alle aufsammeln und in unser Hühnergehege schmeißen. Und ich töte auch zwei. Die kannst du auch vermehren, oder? Ja, aber. Obwohl das eine schon nicht groß ist. Wenn ich eh schon die Eier dazu habe, dann. Ja, dann. Ne, das eine ist schon noch nicht groß. Toll, aus allen 3 Eiern ist nichts rausgekommen. Was ich glaube, die Chance ist 1:8. Die Blätter hier müssen weg. Oh, ich höre eine Spinne. Aha. Ich höre ein Skelett, das habe ich abgeschossen. Können wir lieber schlafen, bevor wir Monster in der Nähe sind? Bist du schon da? Ich bin im Bett. Oh, ich dachte, du bist noch gar nicht hier. Möchtest du ein Spinnenauge zum Frühstück essen? Nein, danke. Ich würde dir eins schenken. Das ist aber nett, das will ich nicht.
Aber ich würde die Fäden von der Spinne nehmen, falls du welche hast. Nee. Aber ich habe in der Kiste vorhin noch welche gesehen. Ja, zwei, aber ich brauche drei für Bogen. Oh. Und Pfeile bräuchte ich auch noch. Ach, das lasse ich einfach. Aber jetzt kann ich endlich in die Höhle gehen. Ja. Oh, ich habe nur noch ein Herz. Ui. Oh. Stimmt, ich könnte auch was essen. Ich glaube, ich mache mir noch ein Schild, weil meins ist bald kaputt wegen den blöden Pillagern. Oh, hier sind noch Kupferbarren drin. 15 Stück. Oh ja. Im Ofen. Die kommen mal hier in die Kiste rein. Weizenkorn, das kann ich anpflanzen. Stimmt, ich könnte auch mal Seerosen holen gehen. Stimmt, ja. Ich hab doch, wir hatten doch irgendwo einen Sumpf in der Nähe. War der hier? Ja, wir sind ganz am Spawn, waren wir da, war ein Sumpf dann, oder? Ich dachte, ich hätte von hier auch schon einen gesehen. Ja, hier hinten ist einer. Ach, stimmt, ja doch, das stimmt, von hier sieht man einen. Ja, da gehe ich jetzt mal hin. Wie viele brauchen wir denn? 10? 8? Ja, hol halt mal, keine Ahnung, hol mal ein paar. Kannst schon mal so. Ja. Kannst du auch mehr holen, kannst du einen halben Stack holen oder irgendwas, je nachdem, wie viele da sind. Einige. Ja. Warum ist das Item jetzt untergegangen? Ich dachte, die schwimmen. Ja, das kommt wieder hoch dann. Aber wenn das von oben runterfällt, dann geht's auch mehr. Obwohl schwimmen die ewig. Ich probier's mal. Vielleicht gehen die auch irgendwann unter. Ne, ich hab's abgebaut und es ist direkt unter Wasser. Ah ne, es taucht dann wieder auf. Okay, es taucht wieder. Okay. Eigentlich müsste ich hier mit einem Boot durchfahren. Das wäre voll schlau, weil dann gehen die alle kaputt. Und auf der Rückfahrt hole ich sie dann wieder ab, wenn sie aufgetaucht sind. Ja, aber droppen die, wenn du... Ja, doch, die droppen. Normal schon, ich dachte. Ich glaube auch. Ja, ich hole jetzt mal hier ein paar, so 14, 15 Stück, weil ich will hier nicht ewig rumschwimmen. Ja, ja. So, hier in der Höhle... Ich glaube, ich bin jetzt fertig hier mit Höhle angucken, weil ich habe die letztes Mal schon ganz angeguckt. Ja, ich gucke auch mal gerade, hier gibt's Sand. Aber das sind alles nur so ganz kleine Dinger am Ufer, weil wir bräuchten mal ein bisschen Sand für ein Fenster oder für die Fenster. Aber das will ich dann abbauen, wenn es irgendwo ein größeres Vorkommen gibt. Ja. Hast du eine Wüste gesehen hier in der Nähe? Nee, oder? Nee. Schade. Ich nämlich auch nicht. Bauen so. Immer noch ab und zu Monster. Irgendwo ist hier noch sehr dunkel. Oh nein, ich habe das Feld zertreten. So. Oh. Problem gelöst. Oha, jetzt haben wir schon 3 Hühner und 2 Eier wieder. Ah. Oh. So. Gibt's hier noch rohes Hühnchen? Ja, das schmeiße ich in den Ofen. So, dann kann ich mal mein Inventar voll sortieren. Wo ist es? Erde. Und Erde, genau. Nehme ich mal mit. Wir könnten auch theoretisch, wir hatten ja vorhin die Überlegung, wenn wir Diamanten haben, können wir ins Nether. Wir können jetzt aber auch ein Portal gießen. Wobei, stimmt. Aber dann braucht stimmt, das könnte reicht dazu ein Lava-Eimer? Nein. Weil dann müssen wir einen Lavasee finden. Weil noch habe ich keinen Lavasee gefunden. Nur nee, aber ich würde sowieso mal gucken, ob ich eine größere Höhle finde, weil die bei uns ist halt die, also dafür, dass die direkt unser. Oh, guck mal, der Block hat sich verändert. Echt? Ja. Da bin ich vorhin drauf rumgelaufen, aber ich habe gar nicht drauf geschaut. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie der letztes Mal aussah. Der war so richtig, Kannst du ja mal einen noch daneben setzen, dann hat man einen Vergleich. Ja, warte, ich muss zum Crafting Table. Die Dinger, die Barren liegen in der Kiste. Ne, ich hab selber noch welche. Ach so. Oh, ja, wir haben da ziemlich viele davon gehabt. Hier schwebt irgendwas da hinten. Und sind von den Bäumen schon welche? Oh ja, von den Bäumen sind schon 3... Ne, 2 sind gewachsen. Guck mal. Hm? Oh ja, tatsächlich. Krass. Der rostet. Ja, wer rastet, der rostet. Ja. Das kommt davon, weil der immer nur an der gleichen Stelle ist und sich nicht bewegt. Ja. So, jetzt habe ich Erde. Genau, dann kann ich jetzt hier die Ebene, auf der ich Bäume pflanze, vollends verschönern.
Ich muss sagen, ich vermisse jetzt schon teilweise die Elytren, die wir früher in der 1.12 hatten. Ja. Aber wenn ich mir das hier vorstelle, hier von unserem Berg runter, könnte man einfach so schön runterschweben zu der Baumfarm rüber. Ja. Aber ich glaube, das dauert noch, bis wir Elytren haben. Das glaube ich auch. Oh, wenn man unter Wasser ist, verbuggt der Himmel auch teilweise mit dem Schädel, leider. Oha, was ist das? Ja, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Was ist denn hier? Oh, nichts. Jetzt bin ich unterirdisch gefangen. Wir könnten uns aber irgendwann Schienenstrecken dahinter legen. Ja, dann sind wir immerhin ein bisschen schneller. Dazu brauchen wir einen Haufen Eisen. Ja, nee, nicht jetzt. Also. Weil später dann brauchen wir vielleicht dann. Wir brauchen jetzt ja nur so viel Holz fürs Haus. Wenn das Haus mal gebaut ist, brauchen wir dann nicht so viel Holz. Ja. So, ich wollte den Wasserfall hochschwimmen. Alter, geht das schnell jetzt. Ja. Vielleicht gehe ich mal auf die Suche nach einer Höhle. Boah, krass. Und jetzt bin ich schon fast den ganzen Berg oben. Hier ist die Quelle, dann gehe ich mal hier hin. So. Was machst du? Ich bin den Berg hochgeschwommen. Ja, aber was machst du da? Nix. Die Aussicht angucken. Ah. Hier ist kannst du die Lava mitbringen? Hier ist auf jeden Fall Schnee. Aber ich weiß nicht, das ist ein Lava-Block und dann ist der ganze Lava-Fall weg. Ja, das stimmt, ja. Ich will den eigentlich lassen. Ja. Ah, hier sehe ich unser Haus. Ach, ich sehe dich da drüben. Siehst du mich? Ich sehe dich auch, ja. Aber hier ist nur Gebirge. Und ein Haufen Kohle, die nehme ich mit. Ja. In die andere Richtung ist auch wieder Wald und solche Pilzbäume. Ach, Pilzbäume? Ja, zwei Stück. Drei. Das ist so ein Roof Forest, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich habe mal mein Bett abgebaut und ich gehe jetzt auf Höhlentour. Mach das. Moment, vielleicht. Ich habe doch eine Eisenspitzhacke. Habe ich überhaupt Essen dabei? Nein, okay, ich drehe gleich hier oben. Haben wir noch Essen? Ja, ich glaube schon. Ein bisschen Hühnchen. Ja, okay. Und im Ofen müsste noch ein Steak drin sein, oder? Das habe ich schon gegessen. Ah. Naja, sagst Hühnchen. Hast du auch genug Fackeln? Fackeln habe ich en masse, ey. Sehr gut. Ich habe über zwei Steaks. Oh, das sollte reichen. Wobei, ich könnte noch die Kohle hier mitnehmen. Ja, ich habe hier eher welche. Und Holz nehme ich auch noch mit, das ist auch wichtig. Jetzt schon mal Inventar schon voll. Nimm das Birkenholz mit. Das braucht man eh nicht zum Bauen. Okay. Ja, stimmt. Ja, aber ich nehme noch ein paar Blöcke mit. Ja. So. Wo war noch Kohle? Hier war Kohle. So. Dann gehe ich mal. Es wird bald dunkel, macht nichts. Ja, solange du dein Bett nicht vergisst. Ja. Uha. Das wäre gar nicht so schlimm eigentlich. Vielleicht kann ich da ins Wasser runterspringen. Wenn ich das schon sehe dahinter. Siehst du mich? Mhm. Ich sehe dich gar nicht. Ich bin unten schon am Runterlaufen gerade. Oh, meinst du, ich kann hier ins Wasser springen? Ach doch, da sehe ich dich. Ja, solange du das Wasser triffst. Ja, perfekt. Ich hatte nur meine Befürchtung, dass das Wasser hier nicht tief genug ist. Ne, tief genug. Sobald da Wasser ist, ist es tief genug. Ah, gut. Das war früher so. Aber, oder es gab mal eine Zeit, wo das so war. Ja. Aber inzwischen schon angenehmer. Gut. War voll schön hier mit dem einzelnen Baum. Und die Sonne geht gerade unter. Weißt du, wir haben dann mal ein Haus gebaut und ich gehe schon wieder weg. Ja. Aber gut, vielleicht finden wir Diamanten, beziehungsweise du. Das ja, wäre schon mal. Dann lohnt sich doch. Schon gelohnt, ja. Was ist denn hier? Ah, nichts. Achso. Wo war die Kohle, die ich gesehen habe? Die müsste hier sein. Nee. Ist die hier unten? Toll, ist mir hier runtergefallen. Hier war doch Kohle. Verdammt, schon wieder ein bisschen runtergefallen. Aha, hier.
Jetzt bin ich schon Level 10. Ich bin 18. Ich glaube, ich habe aber auch nichts gemacht, was Level bringt, außer gerade hier die Kohle abgebaut. Ja. Und ab und zu was aus dem Ofen genommen. Oh, der Himmel. Der Himmel geht wieder ab. Ja, ich sehe es gerade nicht. Ich bin nämlich im Berg drin. Jetzt, oh, jetzt sehe ich es, ja. Okay, hier schon ein kleiner Höhleneingang. Ich glaube aber nicht, dass da viel ist, so wie das aussieht. Ne, der hört direkt wieder auf. Aber da kann ich ja mein Bett mal aufstellen jetzt. Ja, ich muss noch heimlaufen. Oh, geh ja dann nicht. Das dauert ja noch. Ja. So, jetzt bin ich gerade an der Baumfarm vorbei. Ja, das wächst aber schon gut da. Ja, ja. Also ich glaube, das kann man so weiterhin machen in Zukunft auch mit dem Baumblock. Wahrscheinlich schon. Das ist halt voll gut abzubauen. Hm. So, jetzt muss ich mir wieder den Weg hochbahnen. In welche Richtung bist du eigentlich gegangen? Da, wo du auf dem Berg runter bist, in die? Ja, das heißt links an der Baumfarm vorbei. Ja. Oha, hier ist ein Schaf. Das töte ich aber mal nicht. Das brauchen wir für unsere Farm. Oh ja. So, jetzt liege ich gleich im Bett. Ah. Jetzt. Ich glaube, ich... Haben wir noch Weizen? Nee, aber... Ich baue einfach eins vom Feld ab und lock das Schaf damit her. Aua. Direkt ein Zombie da. So ein kleiner. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Weizen ist fertig? Die sind alle noch nicht fertig. Toll.